Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es mal um das Thema Datenübertragung zwischen ein iPhone oder generell um ein iOS-Gerät und einen Windows-PC. Ich hatte dazu schon ein Video gemacht, was und zwar so vor 3 Jahren. Das ist immer noch aktuell, also es funktioniert, ich habe es ausprobiert, ich verlinke das mal hier oben. In diesem Video geht es aber um eine Alternative, auf die mich LibTV gebracht hat, und zwar Daten übertragen mit so einem Adapter, hier Lightning und dann hier quasi per SD-Karten, Micro-SD oder einen USB-Stick. Und ich möchte das quasi mit euch hier mal ausprobieren, wie das funktioniert. Wer jetzt keinen Bock hat auf dieses lange Video, der kann auch gerne mal bei LibTV vorbeischauen. Ich werde das Video in der Videobeschreibung mal verlinken. Ansonsten würde ich sagen, probieren wir die ganze Geschichte mal. Wir werden also heute versuchen, quasi Musikdateien vom Computer aufs iPhone zu bekommen, Bilder zu übertragen und auch Textdokumente. Also ja, genug geschnackt und ich würde sagen, auf geht's. Bevor wir jetzt anfangen, habe ich jetzt den USB-Stick und die SD-Karte bzw. Micro-SD-Karte formatiert. Und zwar Standard FAT32, um quasi einen leeren Datenträger hier zu haben. Und jetzt wollen wir auch mal beginnen. So, das wichtig ist, dass bevor ihr jetzt diesen Adapter hier ansteckt, euer Smartphone bzw. das iPhone dann entsperrt oder meinetwegen auch euer iPad, jetzt erst reinstecken, denn jetzt erst wird es erkannt in den gesperrten Zustand, wird der Adapter nicht erkannt. Wir stecken jetzt erstmal den USB-Stick hier dran. Wenn es geht auch richtig rum. So, wir gehen jetzt auf Dateien und dann haben wir hier oben bei Speicherort den iCloud Drive auf mein iPhone und dann hier haben wir Devco Data. Das ist jetzt der USB-Stick und zuletzt gelöscht. Wir können jetzt natürlich hier auch in den Adapter die SD-Karte einschieben. Interessanterweise kommt die verkehrt rum hier rein, aber egal. So, da hat sich jetzt auch was getan. Interessanterweise hat er jetzt den USB-Stick nämlich rausgeschmissen und wir haben jetzt hier nur noch Zugriff auf die SD-Karte, also Stepco SD. Und soll ja jetzt auch egal sein, wir machen den USB-Stick mal raus und wir können jetzt hier nämlich auch drauf gehen. Und es befindet sich jetzt hier ein Ordner drin. In diesem Ordner dürft ihr nichts reinmachen, aber dazu später mehr. Wir wollen also jetzt zum Beispiel auf die SD-Karte oder wegen mir dann auch auf dem USB-Stick eine Textdatei machen. Mal angenommen, ihr schreibt ja gerade mit Pages, ne? Wir machen ein neues. Oh, halt, das ist das zuletzt benutzte. Egal, das ist leer. Und ja, wir geben ein. Hallo. Und was will kommen? So, das ganze Ding werden wir jetzt hier speichern, indem wir jetzt auf Exportieren gehen. Wir nehmen jetzt quasi die Word-Endung und gehen dann hier unten auf Dateien sichern. Und jetzt haben wir hier die Auswahlmöglichkeit, entweder in iCloud Drive oder auf mein iPhone oder Stepco SD-Karte. Also es ist jetzt hier die SD-Karte, die hier in den Adapter drin ist. Mal angenommen, ihr seid jetzt unterwegs, ne, und schreibt was, da habt ihr und ihr habt den Adapter nicht mit, dann speichert ihr das ganz einfach
auf euren iPhone und zwar unter Pages und geht auf Sichern. So, und wenn ihr dann zu Hause seid und ihr wollt das dann auf die SD-Karte schieben, dann könnt ihr das auch ganz einfach machen. Dann geht ihr nämlich auf Dateien, geht auf mein iPhone, geht hier in den Ordner Pages und da haben wir jetzt hier leer drei Docs. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Halten länger gedrückt und wir gehen jetzt auf Bewegen, suchen uns die SD-Karte. Und dann hier unten haben wir jetzt noch System, Volumen, Volumeninformation. Da dürft ihr nichts reinschieben, egal was, ob Bilder oder sonstiges ist. Denn das, alles was da drin ist, wird auf dem Windows-Rechner nicht angezeigt. Und wir kopieren das ganz einfach jetzt hier ein. Wir schauen jetzt hier, haben wir jetzt auf der Stefco SD-Karte, ne, quasi das Dokument leer 3. Dann kommen wir natürlich so auf die Idee, ach scheiße, ich habe hier auch noch ein paar tolle Bilder, die ich gerne gleich so auf dem Windows-Rechner kopieren möchte. Dann dazu geht ihr hier auf Fotos in eure Bilder und ja, markiert quasi die, die ihr gerne haben wollt. Also wir gehen auf Auswahl und wir nehmen das Bild und das Bild, das. Und dann nehmen wir nochmal das hier. Geht hier unten auf das Teilen-Symbol. Scrollt nach unten, geht Dateien sichern. Dann kommt ihr dann wieder hier entweder in iCloud Drive, auf mein iPhone oder Stefco SD-Karte. Wir nehmen die SD-Karte. Hier wieder dran denken, nicht in den System-Volumen-Informationsordner zu schieben. Ihr könnt meinetwegen auch oben einen separaten Ordner euch erstellen. In Foto, Fotos, fertig. Dann klickt ihr den Ordner Fotos an und geht auf Sichern. Das Übertragen von Bilddateien und Videodateien kann echt lange dauern. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich die Schreibgeschwindigkeit nicht so hoch. Da würde sich das echt einfach mal. Oh, das ging jetzt aber. Letztens hat das ewig gedauert. Was ich eigentlich sagen wollte, dann geht das vielleicht einfacher oder schneller, wenn ihr euer iPhone an den Windows-Rechner direkt anhängt und das dann über die App Fotos macht und zwar dann auf Importieren. Wir haben also jetzt hier auch die Bilder drinne. Wir haben jetzt hier eine Textdatei drinne und ich denke mal, jetzt können wir rübergehen zum Computer und uns quasi die Daten auslesen. Wir nehmen also jetzt die SD-Karte, schieben die jetzt mal in den Computer. Es öffnet sich also automatisch ein Fenster vom Datenträger Stefco ST. Und da seht ihr schon, wir haben jetzt hier quasi immer doppelte Dokumente. Wir haben hier zum Beispiel unser Textdokument leer 3. Wir haben hier eins mit Unterstrich vorne und eins ohne. Für uns sind die interessant, die ohne den Unterstrich sind. Bei Fotos ist das nämlich dasselbe. Wir haben hier einmal die Fotos mit Unterstrich, die interessieren uns nicht. Uns interessieren jetzt hier quasi die Bilder, die quasi hier auch angezeigt werden. Jetzt habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch die Fotos quasi direkt auf, ja, euren Desktop zu schieben oder wegen mir auch einen Ordner zu erstellen. Und die dahin dann zu importieren. Und wir schauen uns jetzt nochmal das Textdokument an. Wir können das hier öffnen. Bei mir öffnet sich jetzt hier oben Office. Und ihr seht, wir haben hier Hallo und Willkommen. Es ist jetzt so, dass natürlich, wenn ihr mit Pages arbeitet, auf euren, ja, iOS-Gerät und ihr geht dann zum Windows-Gerät über, dann stimmt die Formatierung und eventuell auch
Textformat nicht mehr. Das kann ich jetzt leider so nicht beeinflussen, aber es macht ja nichts, wir können ja trotzdem weiterschreiben. Dies ist ein kleiner Test. Punkt. Wir tun die ganze Geschichte jetzt auf den SD, auf die SD-Karte jetzt wieder speichern. Und zwar nehmen wir hier auch ein Word-Dokument, ja, und speichern die ganze Geschichte. Ja, aktuelles Format beibehalten. Fertig. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein Leer drinne. Da gucken wir gleich mal auf dem iPhone, ob es dann auch gleich angezeigt wird. So, jetzt nehmen wir mal hier unseren USB-Stick. Und vielleicht hat ja der ein oder andere auf seinem Computer auch etwas Musik drauf. Wir hatten ja den USB-Stick erst auch in den Adapter drinne. Da wurde dann hier also quasi auch dieser Ordner angelegt, den ihr nicht benutzen dürft. Wir schieben jetzt hier, erstellen uns jetzt hier einen neuen Ordner. Musik. Und wir nehmen hier und schieben uns hier quasi ein paar Musikdateien rein. Blablabla. Na. So. Einmal bitte übertragen. Ach, und wenn wir da schon sind, können wir ja auch quasi. Ja, ich habe hier ein paar Bildschirmfotos von Bilder von Windows-Rechner auf das iPhone bzw. auf euer iOS-Gerät übertragen. Wir öffnen hier nochmal einen Explorer, damit wir unser USB-Stick hier auswählen können. Ich erstelle mir jetzt nochmal ganz schnell einen neuen Ordner mit Bilder. Und wir schieben hier quasi nochmal Bilder mit hinten rein. Ja, das hat wunderbar geklappt. Ich Blödmann. So, perfekt. Okay, wir wechseln jetzt wieder zum Smartphone. Wie auch erst werden wir jetzt den Adapter mit dem iPhone verbinden und wir schieben jetzt erstmal unsere SD-Karte hier rein. Und gehen quasi auf Speicherorte. Ja, STEFCO SD. Öffnen hier. Und wir haben jetzt hier zwei Textdokumente. Und einmal das Textdokument, was wir gerade am Windows-Rechner erstellt haben. Wir öffnen mal und wir sehen, ne, willkommen. Dies ist ein kleiner Test. Warum ich dies hinten mit T geschrieben habe, weiß ich immer noch nicht fertig. Wir werden das jetzt hier mal länger andrücken. Wir bewegen es wieder und suchen uns jetzt auf mein iPhone und zwar den Pages-Ordner aus und kopieren das da rein. Wir öffnen jetzt Pages und gucken mal, wie wir das jetzt hier weiter bearbeiten können. Wir sind hier iCloud Drive, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen hier auf mein iPhone gehen auf Pitch. Das sind nämlich drei Dokumente. Da ist jetzt auch das Dokument Leer 3, was wir gerade kopiert haben. Wir tippen es an und wir haben jetzt hier das Dokument. Wir vergrößern das mal und wir können hier quasi weiterarbeiten. La, la. La. Gut, okay, wir machen auch fertig, das wird automatisch da hier weiter gespeichert und okay. So, jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar Bilder auf unseren USB-Stick. Wir wechseln also von der Karte zum USB-Stick und schauen mal, was wir mit den
Fotos machen können. Wir gehen wieder auf Dateien. Wir gehen wieder auf Speicherort. Na, mein Freund. Da ist er. Steff Gotthard. Wir gehen hier drauf. Wir haben zwei Ordner. Einmal Bilder und Musik. Wir haben hier einmal Musik. So, wir wollen natürlich, dass jetzt der Ordner Musik auf das iPhone kommt. Wir wählen aus Liste und wir gehen, bewegen das also quasi wieder auf mein iPhone und kopieren das jetzt einfach hier hin. Ja, ich habe jetzt schon einen Ordner mit Musik und ich würde sagen, wir ersetzen den jetzt mal, den alten. So, er überträgt jetzt. Und ich glaube, wir werden dasselbe auch jetzt mit den Bildern machen. Wir wählen den Ordner aus. Ihr könnt natürlich auch alle Dateien, die in den Ordner sind, extra auswählen. Das wäre nämlich hier bei Bildern ist das vielleicht idealer, wenn man nämlich die Bilder hier auswählt und diese dann quasi und wir diese einfach auf ja, 7 Bilder sichern gehen und wir gucken mal, ob das funktioniert hat. Ja. Also die Bilder dann, die ihr dann quasi, damit ihr die auch in eurer Foto-App quasi euch anschauen könnt. Ne, wir gehen nochmal hier drauf. Ne, auswählen. Geht auf das Teilen-Symbol. Und geht auf Bild sichern. Das, was wir gerade mit den Bildern gemacht haben, mit den Dateien sichern oder Bild sichern, funktioniert leider nicht mit Musikdateien. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf die Musik-App geht, ne, dann findet ihr eure Musik, die ihr gerade von eurem Stick auf das iPhone geschoben habt, findet ihr einfach nicht. Könnt ihr auch. Dazu braucht ihr eine extra App. Ich habe mir jetzt hier Music On genommen. Dann geht ihr hier quasi auf Browse. Geht auf Files. Dann habt ihr hier dann euren Ordner Musik. Und um die jetzt da in der App abspielen zu können, alle, müsst ihr wirklich alle auswählen hier. Fertig. Und Abbruch. Und normalerweise sollten die jetzt hier drinne sein. 10 Apps. Also 10 Musikstücke. Ja. Und da könnt ihr auch eure Musik, die ihr auf dem Windows-Rechner hattet, quasi am iPhone ja, genießen. Also ihr seht, mit Hilfe so eines Adapters und einer SD-Karte oder USB-Stick kann man auch Daten zwischen einem Windows-Rechner und ein ja, iPhone oder irgendwie iPad transferieren. Ist jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sich den ganzen Stress mit dem Installieren von iTunes und iCloud und tralala ersparen möchte. Man muss hier allerdings etwas Geld ausgeben. Zum Beispiel für diesen Adapter, der hat mich jetzt hier ja, 15 € gekostet und es funktioniert ja soweit alles. Ihr habt es gesehen. Ja, es ist wieder etwas länger geworden und ich hätte das auch vielleicht in 5 Minuten runterrasseln können. Aber ich bin da immer so, ich möchte es lieber zeigen, damit ihr seht,
dass das auch wirklich funktioniert. Ich werde den Adapter in die Videobeschreibung setzen. Ich verlinke auch den Kanal, von dem ich quasi diesen Tipp jetzt hier bekommen habe. LibTV. Und wenn ihr da quasi die Kurzfassung wollt, dann schaut da vorbei. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt hier durch. Und ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Da würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft mich gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Und ich würde dann erstmal sagen, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.